Die Vision des Weltuntergangs und des Lebens in einer neuen Welt wird nicht nur von Pessimisten oder vermeintlichen Hellsehern verfolgt, sondern ist auch thematischer Ausgangspunkt für ein eigenes literarisches Genre. Die postapokalyptische Literatur fokussiert insbesondere die Zeit nach der Katastrophe und beschreibt eine Zivilisation, in der das vorherige, irdische Leben nach und nach zum Mythos wird. Auch im Hörstück Anderswo von Robert H.P. Platz ist der Weltuntergang bereits eingetreten. Eine kleine Gruppe Überlebender bricht in einem Raumschiff in die unbekannten Weiten des Weltraums auf, um ein neues Leben zu beginnen. Die Geschichte des Stückes ist relativ einfach. Nach einer Katastrophe hier auf der Erde hat sich die Weltregierung entschlossen, wegen Unbewohnbarkeit des Planeten die Menschheit auf einem anderen Planeten neu zu gründen. Dazu werden ausgewählte Passagiere eingefroren, in eine Rakete gesetzt und abtransportiert. Die Protagonistin des Stückes, eine Frau, wird durch einen Fehler unterwegs leider aufgeweckt. Damit erübrigt sich der Plan, die Menschheit neu zu gründen. Sie wird Mutterseelen alleine im Raumschiff vor sich hin leben und sterben. Trotz der dramatischen Ausgangssituation und dem tragischen Ende weist Anderswo keinen pessimistischen Tenor auf. Auf sich allein gestellt sein bedeutet für Robert H.P. Platz, seine eigenen Probleme reflektieren und lösen zu können. Eine Flucht an einen anderen Ort, überall sein zu wollen, nur nicht hier, ist nicht mehr notwendig. Die Botschaft des Stückes ist, es gibt keine Flucht. Wegrennen hilft nicht. Löst eure Probleme da, wo sie sind. Wenn es so schwierig und unmöglich ist, die Menschheit woanders neu zu gründen, dann, Leute, massakriert euren Planeten nicht hier, sondern passt auf dieses Juwel so auf, dass es erhalten bleibt. Auf sich allein gestellt lässt die Protagonistin ihr Leben Revue passieren und reflektiert dabei gleichzeitig die Geschichte der Menschheit. Robert H.P. Platz stellt diesen Prozess durch zwei unterschiedliche Sprecherstimmen dar. Die eine, emotionslos und kalt, dokumentiert rückblickend die irreversible Chronologie der Geschichte. Die zweite Stimme, die das persönliche Erleben der Frau teils sprachlich, teils gesanglich zum Ausdruck bringt, wird im Verlauf der Zeit zunehmend älter. Diesen Prozess verklanglicht Robert H.P. Platz mit kompositorischen Mitteln. Ich hatte für mich schon lange die Vorstellung gepflegt, ich möchte einmal ein Stück schreiben mit dieser kompositorischen Herausforderung. Und es war mir ganz klar, dass ich eins nicht tun wollte. Ich wollte nicht technische Hilfsmittel benutzen. Das heißt also, die Stimme elektronisch so verändern, was man ja tun kann, gibt es bestimmte Arten von Morphing, um die Stimme altern zu lassen. Das wollte ich ausschließen, sondern ganz genuin nur durch kompositorische Kniffe das erreichen. Dadurch, dass das Tempo immer mehr verlangsamt wird, dass der Tonvorrat immer enger wird, der Ambitus immer enger wird. Eine junge Stimme ist mehr oder weniger glockenrein und eine alte Stimme, die fängt dann an zu krächzen. Das habe ich genau vorgeschrieben. Es steht in der Partitur sogar jeweils das Alter, das sind Schritte von 5 Jahren, damit die Sängerin sich auch in die Rolle hineinversetzen kann. Robert H.P. Platz komponiert für das Hörstück Anderswo eine Musik, die körperliche Empfindungen nicht nachahmen will, sondern diese beim Hörer selbst zu evozieren versucht. Der Start des Raumschiffes, dargestellt durch einen kräftigen elektronischen Auftakt, möchte die Einwirkungen der Schubkraft auf den menschlichen Körper akustisch spürbar machen. Das kurz darauf folgende meditative Zusammenspiel aus Harfe und Bratsche erzeugt durch die Leichtigkeit des musikalischen Arrangements ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Diese spezielle Vorgehensweise beruht auf einem alten Traum des Komponisten. Der Traum, eine Musik zu schreiben, die nicht den Klang imitiert, sondern die Empfindung wiederherstellt, die ich habe, wenn ich als begeisterter Flieger in einem startenden Flugzeug sitze. Dieser Schub, der mich in den Sitz drückt, ist für mich persönlich etwas ganz Faszinierendes. Und wenn es mir gelänge, eine Musik zu schreiben, die nicht
abbildend darstellt, sondern mir diese Empfindung verschafft, dann wäre ich eigentlich sehr glücklich. Wenn man das jetzt wieder umlegt auf den Plot des Stückes und die daraus resultierende formale Einteilung, gibt es dann natürlich einen Moment, wo dieser Schub wegfällt. Dann ist man praktisch in der Schwerelosigkeit. Das muss man natürlich musikalisch auch fassen. Das Stück Anderswo basiert auf einem Libretto von Alban Nicolai Herbst. Seine literarischen Arbeiten erzählen von realen Geschehnissen, die mit fiktiven Bausteinen durchsetzt werden und eine mannigfaltige Möglichkeitenpoetik beschreiben. Im Mittelpunkt steht nicht mehr die Frage nach dem absoluten Wahrheitsgehalt eines Ereignisses, sondern die Konstruktion einer auf subjektiver Erfahrung basierenden literarischen Autonomie. In imposanter und bizarrer Sprache beschreibt der Schriftsteller die ausweglose Situation der Frau. Ich finde, dass Alban Herbst eine Sprachmacht besitzt. Das ist also eine sehr bunte Sprache. Es ist wirklich eine kräftige Sprache, die auch von den Formulierungen her im Gedächtnis bleibt. Das ist zum Beispiel auch etwas, das ich mir als Komponist immer als Ziel gesetzt habe. Nicht eine Musik schreiben, an die man sich hinterher nicht mehr erinnert, sondern zu versuchen, so zu komponieren, dass das Ergebnis beinahe wie ein Fanal wirkt, dass, wenn Sie es hören, es hängen bleibt. Und musikalisches Material ist für mich ein Geräusch nicht nur als Geräusch, sondern wirklich als Bedeutungsträger. Das ist wie ein Gesicht eines geliebten Menschen. Je mehr ich da hineinschaue, desto mehr sehe ich drin. Und ich liebe die Töne, mit denen ich arbeite. Sie hören jetzt als Ursendung das Hörstück Anderswo von Robert H.P. Platz nach einem Text von Alban Nicolai Herbst. Realisation Robert H.P. Platz.
Diskus, Weltpupille, ein Kirschkern durch den spitzen Mund der Atmosphäre gespuckt. Silbernes Nichts, ein Meson zuckt in den Äther, so wütend blau, wie Neptun der ganze Planet. Aufwinde, Methangas, Mesosphäre, aus einer endenden Gegenwart steigt unser Raumschiff hinauf. Thermos und Exosphäre, Zukunft, Leere bremst ab, die Raumstation und letzter ärztlicher Check. Es schließt sich um uns der Schlaf. Euch Sternenträumern die pasadenische Faltung auf der Netzhaut gelegen. Gigantenbilder von alten ägäischen, adriatischen Meeren, da schickt's euch schon ihr ersten Hominiden mit aufrechtem Gang durch ein frühes Afrika. Afrika ist da, goldfarben im Sonnenlametta über Savannen. Und dabei, da schoss ich die Augen, bin erwacht, möchte nicht wachen. Knapp 600.000 Jahre dahin, das Schiff durchzieht seine Strecke. Die Zeit war, ich lebte ununterbrochen, habe die Herzen
Herzen der Verstorbenen gewogen auf der Waage der Schakale. Nicht weiter schlafen dürfen, so werde Samire, wie der tintigen Fläche Mondstand darin ein Gesicht, es war deines. Du sagtest, ich liebe dich. Totenbücher, Dreckapotheke, die Entwicklung des keltischen Schwerts, Rigveda, Sanskrit, ihr Schläfer reist und reist, euch gebiert die dunkle Tee den hellen Echnaton. Land- und Schiffsverkehr in der Ägäis. Die Schöne kommt. Memphis, Lausitz, Trojas Deutung von Träumen. Vor deinen Augen schlachtete Hektor Achill. Schon wurde Atman Brahman. Du erbautest Jerusalems Tempel, gründetest Peking. Aus dir sang Deborah. Die Zeit ist wie Lachse, flussaufwärts schnellen sie aus der Schule. Trüdel nicht, so rief immer die Mama, direkt auf den ersten umstrudelten Kuss. Ein Wildwasser war's, das Michael hieß, oder Klaus, ach solch ein Sprung, ich habe Anna geheißen. Hieß Marion Katharina, eine Frau trägt so viele Namen. Oh, ist denn der Papa, er zog die Tür zu für den Tag. Mein Herzstück, sagte er immer, du bist mein Mädchen. Es war ein solches Rätsel von Abwesenheit.
Erwache. 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 De contemptu mundi till. Wie sich der Deckel des Schneewittchensargs öffnet. Rädern. Frisch ertränken. Von Atemwärme Vierteil. Beschlagen. Verbrennen. Ah. Wählen. Und weiter. Hast geschlafen eine Menschheit hindurch. Den ganzen weiten zähen Weg aus der Eiskammer hier hinüber. Speiend, hustend, Schleim, ihr wunden Geschöpfe zwischen den Backen. Nicht hier hinüber. Soul wird Hauptstadt, Fra Angelicus, Sunzol, Ars Moriendi. Kriege, Frühlingsregen am Flusse Xiyang. Und ich wollte weg von dir. Den ich liebe, ihr begehrtet, das Schreck, ihr umschlangt einander. Ich öffnete die Augen, noch war ich Prinzessin Kavit und ließ mich in ich nahm Nubien mir den Schleier von den Augen, schon halfst der du, mit beiden Händen rissest du ihn weg. Wir waren immer verlassen, immer zu früh, altern unter euren Blicken, eine erneuerte lachende Frau, die noch die Flecken nicht sieht, auf den Rücken
hängenden Hände. Wenn ihr Mann wieder geht und sein Herzstück zurücklässt, schon schaut durch unsere Hochzeit der Anwalt. Du, du kältest am Finger bereits, wir konnten dich sehen in einem Sterne. Himmel fütter. Du hast mich so umarmt, wir schaffen das Liebes. Und zu dem Kleinen im Sauerstoff zählt, wir werden dich niemals verlassen. Callisto. Mama, dir Papa, du Imalibeas. Als du fragtest zu ihm, dein Vater war ein Soldat, hab ich gesagt, er ist mir gefallen. Ich schloss die Tür, ging. Bevor er es konnte, in die Abwesenheit und öffnete seine Liebe schwören nicht. Aber alle gesammelt hier in der Lade. Hexenhammer, Flugmaschine, Bauernaufstand, ein Trockendock. Portsmouth, Sprengladungsgeschosse, Halsgericht, Las Casas. Du hast der verstorbenen Herzen auf der Waage der Schakale gewogen. Das Gesetz gegen den Überhandnehmenden Luxus. Gelbe Galle, schwarze Galle. Wiesenheimer, Spanien, das Aztekenvolk. Ist so der Tod schon? Was ist's, dass wir es unterscheiden? Und hierin hob ich sie auf diese Briefe.
Zirbeldrüse die Seele, die Krebs nagt an ihr. Sie merkt es nicht wahr, missachtet zu lange. Schlafschwämme, Brille, Narrenschiff, Blutbad, sächsische Feuerlöschordnung. In die Innenräume sind Kobinus nun Gaslampen, Versuch, sie beleuchtend angebracht. Schlafen, die Isomorphie der Kristalle, Grundzüge der physiologischen schlafen, Psychologie. Und das Dogma der unbefleckten Empfängnis. Ich muss etwas essen, muss etwas essen. Fast kein Haar hat ich mehr. Es ist aber wie gewachsen. Doch nimm mir so voll. Nüchtern wurde zweite Ehe. War sanft dieser Mann. Ich habe ganz seinen Namen vergessen. So zu gut war er für mich. Ich habe ihn fünfmal betrogen, er merkte es nie. Theodor Herzl, Puccinis Staubsaugerpatent. Zum Aufstand der Hottentotten dirigiert Toscanini an der Scala. Kalkstickstoff. Die Bedeutung der Neuronenlehre für die allgemeine Nervenphysiologie, die deutsche SCAD-Ordnung, Schützengräben, autogenes Schweißen, Minkowskis Raum und Zeit und Brahms und Konrad Adenauer, der Erste Weltkrieg, schon der Zweite. Es wurde Sharon Tate vor meinen Augen geschlachtet. Ich werde wahnsinnig wahrscheinlich, oder ich träume. Ich bin gar nicht erwacht. Ich bin nicht auf einer Reise. Ich höre im Schlafen Geräusche von außen. Der Schlaflicht sieht
in meinen Traum. Ich bin nicht wahr. In Raketen sind ab solchen Affen gesteckt und Messerschmitts Kabinenroller. Der Algerienkrieg im Busen Grace Kellys. Syrienkrise, Sudan, die Revolution im Irak. Der Rausch ist dunkel. Wir legen eine helle Decke darauf und schmücken die Tische mit Blumen. So seh ich den Rausch nicht. Und das ist gut. Bin im Tod beruhigt und still. Eine Flöte spielt in der Ferne. Wirst nun die Frau durch das Ohr eine für alle lebt und leidet. Herein, es ist Sommer und die Amseln rufen. 75 Jahre lang und alles wie heute. Lebende Bilder meines, nicht meine. Eines Geschickes von allen. Ulrike Meinhof und Charles Mansons molekulare Biologie ins ökologische Manifest gebunden. Die Menschheitsgeschichte, die durch meine Adern fließt, ein Defekt. Ich merk ihn erst jetzt. Durch meinen Kopf fließt sie hindurch. Ich müsste nur den Schalter finden. Ablenkung in der Seele. Reporte vom Bürgerkrieg in Burundis Glasfaseroptik. Bald schlafe ich wieder, mein Junge, mein Mann. Ich habe dich niemals vergessen. War dir immer so nah, bin dir immer noch nah, doch du gingst immer so
Ist Finsternis, ist unbeweglich, stumm. Im Wasser sind diese Zakol, Bitol, Gukumats, Aditi, Brahma. Zuerst ein Wind, ein Tropfen himmlischen Taus, sodann nun eine Perle. Das Schlachtfest in Bosnien, Tiermordum Rapins. Du zuerst hörtest das von deinem Vater, riefst mich an. Ich verstand dich erst nicht, denn du sprachst derart leise. Mama, der Papa ist tot. Was sagst du? Mein Junge, die toten Eichen der Normandie. In Chicago erheben sich Schwarze, die heilige Atomhorn des Islams, die Verbeerutung Belgrads, der Großbrand. Amazonischen Wälder, sprich lauter, ich verstehe dich nicht, sei still, wieso wird man so alt? Wir reisen. Wie soll ich leben, wenn er nicht mit ist? Der amerikanisch-chinesische Pakt, Japan, Hongkong, Neutronenwüsten, Völkermord in Uganda, transsaharischer Staatenkrieg, Eurasischer Krieg, Dritter Weltkrieg. Was hast du geweint, als du aufgelegt hattest, sein letztes Wort? Mama, ist dein Name gewesen? Man sah noch, wie er ihn brach. Auf den Lippen. Die Verdampfung des Uralsees und der australisch-japanische Pakt
so trockene Tränen, sinnlose Tränen, denn über den Tod mein Junge hinaus ist keine Rückkehr mehr. Einen das Raumschiff ist die Eins, der heilige Sieg des Islams, das europäische Apartheidsmodell, Beginn des Baus der europäischen Mauer. Und nicht mal ein Viertel der Reise geschafft. Pyrrha gebar den Orest, den Jem gebar Japhet, Amphiktyon, Helen und Ham, Helen, Xuthos, Japhet zeugte. Goma, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Sem zeugte Elam, Assur, Arphaxad, Lut und Aram. Gomer zeugte Askenas, Rifat, Togarma, Javan, Elisa, Tarsis, Sutos, Ion. Ham zeugte Salar, Gebar, Eber, Put. Eber zeugte Belegen Seba, und Joktan, Hevela, Sabta, Joktan und Nim, zeugte Almodat und Sabtecha, Salef, Hatzamarvet, Ubal, Abimael, Saba, Ophir, Hivila, Jobab, Yara, Hadoram, Usal, Tigla. Und ich sah, es war wohlgetan. Nirgendwo tanzt Eurynome gegen Süden, nirgendwo schlingt Ophion der Nordwind
die große Schlange sich um ihre Glieder. Nirgendwo. Nirgends erschafft die erhabene Taube das Wort, denn die schwarz getüpfelte Nacht kann nur vom Sternenwind umworben werden, und der bläst anderswo. Das war das Hörstück Anderswo von Robert H.P. Platz. Mitwirkende: Giuna Calnina Sologesang, Paolo Fumagalli Bratsche, Florence Citruc Harfe und Ulrike Frohleik Sprecherin. Libretto Alban Nikolai Herbst. Toningenieurin Ulrike Wiebelitz. Eine Produktion des Studios Akustische Kunst 2007.